Jetzt zeige ich euch mal, wie man Litze verbindet. Und zwar, wenn du ganz dünne Litze hast, Litze unterhalb von 0,15 mm ist das, die kannst du nicht löten. Du kannst versuchen, solange du willst. Da ist ein bisschen Lack drauf für ein paar 100 Volt. Grad 2 Isolation heißt es. Und das kann man versuchen, wie man will. Das Lötzinn geht nicht dran. Deswegen gehe ich immer hin und tue die eigentlich nur verbinden. Ich mache es ja so, dass ich eine Kupferverbindung, zwei Kupferdrähte miteinander verbinden möchte. Und ich habe jetzt bisher keinen anderen Weg gefunden, als dass man die vorsichtig abschleift. Möglichst gucken, dass man, falls man beidseitig das irgendwie, dass man wirklich beide Seiten verwischt. So ein Draht ist sehr dünn, der reißt auch schnell ab. Dann geht man hin, nimmt die zwei Drahtende und wickelt die aneinander rein, sodass sie möglichst viel Fläche übernehmen. Habe ich da jetzt irgendwie. Erstmal verdrehen, der erste Teil. Alles andere ist Quatsch. Und anschließend am Schluss wird man es dann verklebe. Dann ein paar Mal umdrehen, sodass die Fläche sich vergrößert. Die umlaufende. Da müssen wir gar keinen Druck aufbauen können auf diesen Teil. Und da hätte ich jetzt vielleicht gleich lang machen sollen, es wäre vielleicht besser gewesen. Jetzt wird immer dicker der Draht. Und ganz am Schluss nimmt man einen Klebestreifen, klebt das zusammen. Jetzt hat man schon dick. Schön zusammenpresse. Dann einen Klebestreifen nehmen und wirklich auch dafür sorge, dass der nicht auseinanderlässt, also dass der Druck groß ist. Und wenn ich jetzt mal eine Spule messe, also Draht, der reißt wirklich schnell. Also wenn man da ein paar Mal mit dem Schleifpapier drüber fährt, dann ist schon die Gefahr, dass man den Draht reißt. So, jetzt messen wir gleich mal. Einmal messen bitte, ob eine Verbindung da ist. Messgerät einschalten, Messgerät sagt, 2 Kilo hat sie, eine Spule 17,5, also eine Spule hat 2 Kilo um.